Hallo mein Schatz! Hey! So, mein Lieben, ich habe die Kamera hier im Laden gehabt. Ja, die Jungs gucken auf Fußball. Heute wird es Gott sei Dank nicht so spät wie sonst. Kann ich auch mal früher nach Hause, bin ich auch froh darüber. Hab schon viele sauber gemacht, die Gläser sind auch schon sauber. Und das heißt, ich kann dann auch früher gehen und freue mich auch drauf. Die Patricia ist heute zurück aus Kassel. Die Kinder sind da, die waren auch vorher hier. Die British Black Tea war hier zu Besuch und sind dann alle weg. Wir sind ein bisschen spazieren mit der Patricia und den Kindern hier in Oberramstadt. Und ja, ich habe die Kamera wieder hier vergessen gehabt. Jetzt habe ich die gesehen, als ich die Gläser wieder eingeräumt habe. Bevor ich die Kamera wieder hier vergesse, packe ich sie am besten in die Tasche ein und danach geht's ab nach Hause. Zu Hause bei mir in Darmstadt. Yeah, so schnell kann es gehen. Meine Lieben, ich habe 2 Tage Drehpause gehabt, weil ich so einen Rücklauf hatte, dass viele einfach auch geschrieben haben, Patricia, mach doch mal ein paar Tage Urlaub und dann sind wir auch aktueller in den Videos. Und so habe ich mir gedacht, ihr habt eigentlich total recht. Ich bin mittlerweile zu Hause angekommen. Mir hat das auch ein bisschen gut getan, weil ich konnte mich mit der Kamera beschäftigen und die Kamera musste wieder zurück. Ja, also meine professionelle Kamera muss ich wieder zurückschicken. Habe aber auch ganz viele Bestellungen und alles bearbeiten können und die Videos schneiden können und für mich meine Kinder da sein. Und jetzt fahren wir nach Frankfurt. Wir haben heute den schönsten Tag der letzten Tage. Es sind 26 Grad gerade hier im Auto und wir haben schon ziemlich spät. Meine Freundin wartet gleich auf mich bei Netto und wir fahren dann in Konvoi nach Frankfurt. Wir wollten mit der Bahn fahren, aber es ist mit so vielen Kindern und so viel Gepäck doch besser einfach mal so, weil ich halt auch noch arbeiten musste, sonst hätte ich das Ganze anders organisiert. Okay, ich schneide mich jetzt an und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Alle Kinder eingeschlafen, alle. Samt alle. Die Sally sitzt ganz hinten, falls ihr euch wundert, dass irgendwie die Sally nicht da ist. Und ich würde wieder Rose an diese Kamera. Mach mir ständig Rose. Egal. Naja, okay. Wir sind in Frankfurt. Ja. So, meine Lieben, darf ich euch vorstellen, mein nächstes Auto? Ja, das wird gerade ein bisschen eingefahren, weil ich mag nicht so ganz neue Autos. Es war so oft die Ampel rot, dass ich sogar geschafft habe, mich ein bisschen zu kämmen und meine Lippen zu machen. Aber ich muss gleich auch essen. Es ist alles immer pink bei mir. Ja. Achille ist wach. Ich habe einen Parkplatz gefunden, wo ich auch die Türen öffnen kann. Ein Lippenstift von den Zähnen wird gleich runtergemacht und ab geht die Post. Ich freue mich, wie die Arme da hinten schläft. Oh mein Gott. Jetzt soll nicht weinen. Du darfst doch wohl jetzt nicht weinen, mein Schatz. Kalt? Es ist doch nicht kalt. Es ist nur ein bisschen windig. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Jacke anziehen. Oh, wo ist Diana? Shoppen werden wir gehen, aber hauen einem auf. Ich liebe hauen. Echt? Izzy, du hast ja Winterstiefel an. Ja, bisschen heiß, ne? Ich habe gar nicht darauf geachtet, was ihr euch da alles anzieht. Nein, das ist. Oh ja, guck mal, ganze Ärmel. Mein Schatz. Und die Hose, ja. Jan. Hallo. Das ist süß, gell? Hallo. Ja, lachst du? Lachst du jetzt? Ich liebe dieses Feeling hier. So ganz anders, ne? Mein Mann wird auch gerne hier wohnen. Ich auch. Echt? Ich hab gesagt, nee, wohnen will ich nicht in Frankfurt. Nee, ab und zu
du hergehen, ja, aber... Athelia? Oh mein Gott, du bist leicht nass. Hä? Ich glaube, wir müssen dir was kaufen. Ja, dann geh ich doch wieder. Ja, ja. Wir müssen schon gemeinsam gehen. Hallo, mein Schatz. Hey. Mama, guck mal, was Mama hat. Wow. Süßeste Doppelkind aller Zeiten. Ich mach Selin, einmal Kuss, Mama. Setzt du dich mit Selin zusammen? Nein, Mama. Ja, wenn dann mit Selin zusammen, die lässt sich nicht weg. Ich bin einmal durchgegangen. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Leider war der Akku von der anderen Kamera direkt am Anfang total erschöpft und ich musste immer wieder die Kamera aus- und anmachen, damit ich ein paar Szenen filmen kann. Es war so toll. Es war wirklich super, super, super schön gewesen. Wir haben für die Kinder ganz tolle Sachen gekauft, weil die sich ja direkt am Anfang total nass gemacht haben. Von oben bis unten waren sie durchnässt und die Acelia und Isel haben dann Klamotten bekommen. Und die sehen so schön aus, dass ich überlegt habe, auf meinem Beauty-Blog will ich auch ab und zu mit meinen Kindern machen. Aber so für die, die vielleicht nicht so gerne, also die halt erwachsenen Sachen sehen möchten, werde ich das dann so machen, dass man direkt am Anfang sehen wird, ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Kinder-Fashion-Haul. Für diejenigen, die zum Beispiel kein Kind haben und damit nichts anfangen können, können sie frei entscheiden, ob sie meine Beauty-Tutorials dann gucken oder ob sie vielleicht einfach doch mal auch so ein Video entscheiden können zu gucken oder sowas. Es ist spät und wir wollen jetzt Popcorn essen und Mr. Peabody gucken. Meine Lieben, wir sind jetzt alle bettfertig und sagen euch eine gute Nacht. Unterricht. Papa, nicht? Ich will kuscheln. Diese Mama, glaube ich. Ja, nicht der Papa. Patrizia, was ist los? Ich bin grün. Das kriegt ja wohl nicht wirklich jeder hin, oder? So, meine Lieben, Kassler hat sich verändert. Ich erkenne keine. Ich habe eine einzige Person mal gesehen, die ich zuletzt gesehen habe, als ich, glaube ich, 19 war.